Er kommt zurück. Ich sehe was, was er nicht sieht, und das ist da hinten eine Kiste. Ich weiß auch nicht. Komme ich da hin oder ich sterbe? Okay, ich sterbe direkt. Okay, ich sterbe instant. Ist ja gut zu wissen. Ist ja gut zu wissen. Gehen wir mal gucken. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Hier sind noch Türen, die sind verschlossen. Die kann ich aber nicht aufmachen. Das heißt, ich müsste ja noch irgendwas lernen, damit ich halt diese zu Türen aufmachen kann. Eine Wüstenpassage? Tiefpunkt. Einmal zurück und dann nach unten müssen wir. Nee, warte. Die hier müssen wir, glaube ich, nehmen. Ach, guck mal da. Hä? Zieh mal einer an. Haben wir das auch? Haben wir das auch gefunden? Okay. Das haben wir. Da müsste da. Achso, dass die Tür, die noch zu ist. Okay, alles klar. Aber nach unten, aber dahin. So. Müsste hier jetzt irgendwo das Greifdinge sein, oder sehe ich das jetzt falsch? Da sein. Wir haben jetzt schon geguckt, da ist eigentlich nichts. Da ist eine Wand, das verstehe ich nicht. Und hier oben ist eine Decke. I don't get it. Gehen wir mal gucken, ob er es repariert hat. Wie läuft's? Sieh es dir selbst an. Meister Cordova, ihr habt's geschafft. Imperiale Truppen greifen aus allen Richtungen an. Sie wissen, wo wir sind. Schafft eure Leute weg. Ich halte sie auf, solange ich... Baut. Tut mir wirklich sehr leid. Mein Junge. Du musst das nicht tun, hörst du? Nein! Oh mein Gott! Meister Cordova! Er ist tot! Baut dein Kompass hinterher! Los! Das meinte er mit gut genacht Geschichte. Das meinte der mit gut genacht gute Nacht Geschichte. Was ein mieser Verräter! Wo ist er? Wo ist er hin? Ich weiß nicht, wo er angelangt ist. Ich will ihn nicht töten, ey.
Cordova. Mein Gott, ja, das ist so ein Verräter. Ich wusste, dass das so easy wäre. Ich wusste, dass es so einfach wäre, wenn wir einfach da hinkommen. Ich habe mich schon gewundert, warum er gesagt hat, ich muss meiner Tochter eine gute Nachtgeschichte erzählen. Wo kam das denn her? Da war ich schon so, hä, wie schickt er denn seiner Tochter eine gute Nachtgeschichte? Sie wollen Sosias Archiv. Ich komme nicht an den Rand, ist das Problem. Willst du mich verarschen, soll jetzt nicht der Bossfight? Willst du mich jetzt arschen? Wieso? Wieso, Baut? Hierfür! Wir haben gemeinsam dafür gekämpft. Und du willst es einfach so dem Imperium geben? Ich werde es dem Imperium nicht geben. Du hast Meister Cordova getötet. Kerl, du hast keine Zeit für diesen Kampf. Etwas Schreckliches ist auf dem Weg zum Archiv. Hör auf deine Instinkte. Du weißt, dass ich recht habe. Was hast du getan? Wenn du deine Familie wirklich retten willst, musst du sie da rausholen. Sofort. Was hast du? Das ist ein Hini! Das kann nicht sein. Du bist nicht der einzige Überlebende. Oh mein fucking Gott! Bleib weg von mir. Tut sehr weh, Kerl. Kerl. Der dritte Teil wäre, das wieder zurückzugewinnen. Hätte ich ihn besiegen können? Soll ich ihn besiegen? Haltet sie auf!
Lasst sie nicht in das Archiv! Ja, Meisterin Janda. Das ist unser Zuhause. Verteidigt das Archiv! Oh nein, ich sehe sie schon sterben. Das wirst du bereuen. Mein Gott, ey. Landungsschiffe. Wir müssen sie so lange wie möglich aufhalten. Ich bin noch nicht fertig. Wir gehen nicht kaputt. Komm hier rüber. Alter, ich bin richtig verzweifelt. Das ist richtig kacke. Zieht ihr Feuer auf euch, damit die anderen evakuieren können. Danke schon. Wir müssen siegen. Bist du bereit? Bitte tu mir nichts! Vorsicht! Ich will befördern! Und nachladen! Dann haben wir jetzt wohl einen Helm. Okay, bring mir's zu Ende. Ich werde deine Verteidigung durchbrechen. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich musste schießen. Auf den Boot. Greife jetzt an! Ich werde dich stoppen. Sir! Maren, alles in Ordnung? Ja, aber das Imperium greift das Haupttor an. Alter, das ist richtig, richtig mies. Ich kenne eine Abkürzung. Bleib zurück. Wir müssen den Hangar bis zum Abschluss der Evakuierung halten. Warum ist die Basisverteidigung nicht aktiv? Etwas stimmt nicht. Jetzt wird gekämpft. Ich bin nicht sicher, ob das funktioniert. Also die ist smoother drauf als also mit ihr zu kämpfen ist ein bisschen. Es ist eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Also es ist ein bisschen cooler. Nein, aber BD war bei der Mantis. Sie evakuieren so viele wie möglich. Da sind Kampfläufer. Sie dürfen nicht durch das Haupttor brechen. Imperiale in der Nähe. Vier Gesichter. Wie sollen wir das hier gewinnen? Zeit für direkten Kontakt. Ziel und Feuer. Sir! Erfasst das Ziel! Hör auf, dich zu verstecken! Ich lass nicht zu, dass du mich eliminierst! Achtung! Ein Lichtschwert! Nach oben! Wir müssen die Kampfläufer stoppen! Gefahr nähert sich, Sir! Lass uns kämpfen, Sir. Alle KX-Einheiten am Boden. Mein Gott, ey. Wir müssen diese Kampfläufer zerstören. Also.
Jahre voraus. Oh mein Gott. Oh, das war nicht das, was ich machen wollte. Was ist das für eine Energieklinge? Du hast seine Aufmerksamkeit. Auf der zweiten Ebene gibt es noch mehr Geschosse. Gut, die werden wir brauchen. Weitermachen. Alter, das ist doch... Wir gehen nicht kampflos. Ja, wir oder was? Leistet Unterstützung, Feuer. Das passt auf euch auf. Okay, nochmal. Da kommt der Nächste. Die Kampfläufer werden bald durchbrechen. Das hält sie erstmal auf. Meisterin Janda, das Imperium ist in die Tunnel eingedrungen. Marin, kannst du... Natürlich. Yes, komm her, lass mich dran da. Ich sehe gleich schon irgendeinen tragischen Tod. Deswegen kann ich hier lang. So viele Tote. Und es werden noch viel mehr sterben, wenn wir den Hangar nicht sichern. Cordova. Er würde wollen, dass wir aus dem Archiv möglichst viel mitnehmen. Und die Kontaktcodes. Sie dürfen dem Imperium nicht in die Hände fallen. Um keinen Preis. Gegner voraus. Bleib weg! Das ist kein fairer Kampf! Dafür wirst du bezahlen. Wir gehen nicht kampflos unter. Sehr, Vorsicht! Sie stolpern. Sie öffnen das Tor. Dann werden wir sie stoppen. Ich musste schießen! Ich bin an deiner Seite, Seer. Du wirst nicht mehr lange überleben! Letzte Chance für Kapitulation! Wir lassen uns Alter. Nicht vernichten! Das ist große Schmerzen allein. Ich kann nicht! Junge, wie die sich drehen. Huhuhu. Was jetzt? Runter zum Hangar. Nee, da ist es nicht. Oh mein Gott, ich habe mit allem gerechnet. Ich habe gedacht, auch. Wir haben es. Gehen jetzt nach, Dings. Was für eine schöne Überraschung. Bleibt in der Mantis, bis wir den Hangar gesichert haben. Verstanden. Viel Glück da draußen. Sie haben das Tor überwunden. Drängt sie zurück. Du entkommst uns nicht. Immer an die Ausbildung denken. Komm und kämpft. Markus, vorsichtig. Mach den Rücken frei. Sei nicht unvorsichtig. Ich habe gedacht, wir fahren jetzt, weißt du, so geil, wir haben es geschafft. Wir fliegen wirklich zur Mantis, mit der Mantis dahin. Alles gut, aber nein. Kämpfe weiter. Ich werde hier sterben, wenn es sein muss. Also wirklich. Oh. Lasst euch von ihm nicht reinlegen. Und dann sowas.
du wirst dich ergeben. Ich hab mit deinem Parat überhaupt nicht gerechnet, dass du so ein richtig mega Plot bist. Wir sind noch nicht fertig. Es sind so viele. Hab vertraut. Ich bin an deiner Seite, Seer. Du hast immer noch keine Chance. Ja, das Imperium ist einfach zu groß. Steh dich einfach um! Mach irgendwas! Sie sind hier! Ich kann sie aufhalten! Bei mir, von hier! Sie kommen! Jetzt gilt es! Sie werden den Hangar zerstören. Dann müssen wir das zu unserem Vorteil nutzen. Schnell, Seer! Ich kann sie nicht mehr lange aufhalten. Die Macht leitet uns. Was soll ich denn machen? Sie werden den Hangar zerstören. Ja, was soll ich denn deiner Meinung nach machen? Seer. Was denn? Was soll ich denn machen? Worauf wartest du? Information! Genug! Okay, das war... Ui. Oh Mann, bin ich froh, euch beide zu sehen. Danke für die Hilfe. Was Neues von Kerl? Nein, noch nicht. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Wahrscheinlich hat er nur seinen Comlink abgeschaltet. Seer, was jetzt? Wir fliehen, bevor ihre Hauptstreitmacht eintrifft. Dann werden wir uns am Treffpunkt sammeln. Zuerst werde ich aber zurück ins Archiv müssen. Die Kontaktcodes des versteckten Pfads. Ich komme mit... Nein. Maren, du musst hierbleiben und die Mantis verteidigen. BD, geh mit dir. Halten Sie sich bereit, Grease. Wir sind bald zurück. Hey, Seer. Kommen Sie wieder. Sie schaffen das. Danke, Grease. Mein Gott, ey. Wo muss ich denn hin? Ich hab nicht mal eine Karte. Ich gehe einfach davon aus, dass ich hier lang muss. Oder? Oder auch nicht. Ich hab eine Orientierung wie eine, Alter. Ich hoffe, Kerl ist okay. Aber wir müssen uns beeilen. Noch haben wir Zeit, die restlichen Anachoreten zu evakuieren. Und so viel vom Archiv zu retten wie möglich. Warum habe ich das Gefühl, der dritte Teil spielt darum, von Dings den Schlüssel wieder zu kriegen? Oh nein, jetzt kommt der Fady. BD1, bring das zur Mantis. Wir sehen uns am Treffpunkt wieder. Komm, jetzt kommt Darth Vader durch die Tür. Jetzt kommt Darth Vader durch die Tür. Geh. Jetzt. Oh, jetzt ist Darth Vader. Das ist so viel. Oh Gott. Lang nicht mehr gesehen. Ich hatte gehofft, ihr wärt auf Nur ertrunken, als wir eure Unterwasserbasis gesprengt haben. Ihr täuscht euch, wenn ihr tatsächlich glaubt, dass eure Taten irgendetwas geändert haben. Die Festung hält stand. Die Inquisition setzt ihre Arbeit weiter fort. Und ich bin gekommen, euch zu töten. Oh mein Gott.
Darauf habe ich gewartet. Ich nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin. Oh mein Gott. Oh, der soll mich nicht töten. Ich will ihn töten. Scheiß Padawan, du bist noch kein Jedi-Meister. Also so. Ihr habt die Überreste der Jedi-Tradition zusammengetragen. Wie überaus praktisch. Vader, nimm mich doch nicht so in die Mangel. Anakin! Frechheit hier. Mann. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, ich hätte mich heilen sollen. Oh, selbst doch nicht, euer Ernst. Ich muss mir ein bisschen Gas geben. Ich lasse mich auch immer von dem Gribben. Scheiß Gribben. Schrecklich. Wie schwach.
ist ja schwer. Ich mache ja gar keinen Damage an dem. Boah, der ist ja schwerer als die Typen am Anfang. Ja, das hatten wir schon. Komm schon. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschö.